Teufel ist immer noch. Wir schauen uns jetzt die Gullfoss-Wasserfälle an. Und kleiner Tipp, Busparkplatz ansteuern ist eindeutig der bessere, weil sonst müssen wir das alles von da oben runterlaufen. Ich meine, wir laufen jetzt sicher auch hoch, aber trotzdem. Die Gullfoss-Wasserfälle sind das hier hinter mir. Sehr leicht zu erreichen. Wir werden jetzt hier ein Haus auf dem goldenen Kreis, Golden Circle. Und von da war es vielleicht eine 40 Minuten Fahrt. Und dann unbedingt auf dem unteren Parkplatz halten, weil man kommt man direkt an den Fällen raus. Und überraschenderweise kostet es hier überhaupt keinen Eintritt. Man kann dann einfach so hinlaufen, da ist nichts. Das wird sich sicher noch ändern die nächsten Jahre, da bin ich sicher. Und sogar das Parken ist im Moment noch kostenlos. Während wir drüber am Pinkville hier bezahlt haben, am Geysir war es auch umsonst. Aber das kommt bestimmt auch noch. Aber wollt ihr da rein? Obwohl wir jetzt ja wirklich schon, wie lange? 10 Tage da sind, das haben wir uns immer nicht an das Klima gewöhnt. Das ist immer abwechselnd Wind, Regen, Sonne. Und wir sind eigentlich ständig am Anpassen. Es ist wie ein Reizklima, alles zusammen. Berge, Sonne, Meer, einfach alles. Und obwohl das hier nicht anstrengend ist, bei eben 100 Höhenmeter hochgehen oder was. Wie gesagt, unterschätzt Island nicht, nehmt euch nicht so viel am Tag vor. Schon fahren ist anstrengend.